Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Natur und der schönsten Nebensache der Welt. Hier ist wieder euer Jörg von Fishing King. Ich freue mich riesig auf den Tag heute, bin auf dem Weg zum Auto, um den Matthias Emmerich zu treffen vom AVN Niedersachsen, Angelverband Niedersachsen. Ja, wir wollen so ein bisschen die Nachhaltigkeit beim Angeln diskutieren, so ein paar Ratschläge für euch rausarbeiten, wie man vernünftig mit Fischen umgeht, die man gerade gefangen hat, zurücksetzen muss oder entnimmt. Freue ich mich riesig drauf, weil der Matthias auch echt ein cooler Typ ist. Und dann haben wir noch die Jungs von Catch and Clean dabei. Auch eine ganz tolle Geschichte. Mit denen wollen wir am Gewässer ein bisschen Müll sammeln und über ihre Initiative reden, Angler zu motivieren, Müll am Gewässer aufzusammeln. Tja, und damit das noch nicht genug ist, wollen wir auch noch einen schönen Zander fangen. Das versuchen wir einfach mal, obwohl du dabei bist, Eugen, die Zanderscheuche Nummer 1. Geben wir alles, um heute auch einen Zander ans Band zu kriegen. Und idealerweise diesen Fisch dann am Abend auch noch für euch lecker zuzubereiten. Ich freue mich wirklich richtig auf diesen Tag. Spring jetzt in meinen Bock und los geht's. Ja, volle Kanne, ganz weit draußen. Theorie bestätigt? Habt ihr das gesehen, Leute? Na, es ist ein Aufsacker gewesen. Wir müssen mal schauen. Wenn es ein Zander ist, ist es ein kleiner. Es kann aber auch ein gehakter Fisch sein. Zander. Oh. Ah. Dankeschön. Jawohl. Mensch, der ist doch schon mal ganz gut schön am Tür. Petri! Schau mal, Stachelflosse kommt schön hoch. Ah, da freut er sich, der Strelo. Das ist ein guter Karma-Zander. Danke, Jungs, ihr seid die absoluten Glücksbringer. Ja? Den Fisch möchte ich zurücksetzen, weil das durchaus ein Zander sein kann, der schon diese Symptome eines Nestwächters entwickelt. Ihr seht das an den Flossen. Die sind so ein bisschen abgewetzt. Der Bauch ist zwar noch weiß, aber wir sind in einer recht sensiblen Jahreszeit und da gehen wir auf Nummer sicher und setzen den wieder zurück. Ich mich aber nicht auch noch mit. So, Fisch zurücksetzen, Leute. Immer festhalten, bis er selbstständig aus der Hand schwimmt. Manchmal geht das ganz schnell. Ja, ich freue mich, dass die Finger nach Fisch riechen. Ne? Vielleicht kommt ja noch was. Schauen wir mal. So, ihr Lieben, hier stehen wir zusammen, ne, zu viert vereint am Elbe-Seitenkanal hier im Landkreis Lüneburg. Und wir haben gute Zeit gehabt, schon ein bisschen Müll gesammelt, haben auch schon einen schönen Fisch gefangen, den wir aus bestimmten Gründen zurückgesetzt haben. Haben uns also heute, ich sag mal ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, schon verhalten. Und für nachhaltige Entwicklung im Angelsport, für fischgerechtes, für umweltgerechtes Verhalten stehen die Jungs, die neben mir stehen, zur linken und zur rechten Seite. Wir haben nämlich einmal hier den Matthias Emmerich, ne, seines Zeichens Fischereibiologe und festangestellte Größe beim AVN, beim Angelverband Niedersachsen. Matthias, wenn du vielleicht einmal ganz kurz erzählst, was wir heute so im Schilde führen. Ja, vielen Dank. Ich bin Matthias Emmerich, Fischereibiologe beim Anglerverband Niedersachsen und wir angeln jetzt tatsächlich an einem unserer Verbandsgewässer, dem Elbe-Seitenkanal. 100 Kilometer langes Kanalstück, was wir gepachtet haben. Und das Besondere zum Thema Nachhaltigkeit ist hier, dass wir eine Reihe von Managementmaßnahmen als Fischereirechtsinhaber etabliert haben. Also wir haben hier das Entnahmefenster eingeführt, einfach im Sinne der Nachhaltigkeit, weil wir aus biologischer Perspektive auch wissen, wie wertvoll insbesondere die großen Fische für einen Bestand sind. Deswegen müssen wir jetzt hier am Elbe-Seitenkanal Zander über 75 cm auch wieder zurücksetzen. Klimasache finde ich gut. Genau, und das Zweite, wir sind jetzt hier an einem Gebiet, wo wir heute Ende Februar noch angeln dürfen. Aber nächste Woche ist diese gesamte Strecke bis Ende Mai komplett geschont. Also wesentlich länger als eigentlich die gesetzliche Schonzeit ist in Niedersachsen. Und das hat einen ganz besonderen Grund, weil in diesem Bereich einfach die Zander laichen.
Und das wissen wir aus verschiedenen Untersuchungen. Und um denen ein möglichst ungestörtes Laichen zu ermöglichen, haben wir eben dieses Schongebiet eingerichtet. Das heißt, bis Ende Mai ist hier jegliche Kunstköderangelei nicht gestattet. Und die Zander können ganz in Ruhe ihren Nachwuchs durchbringen. Und vielleicht fangen wir dann noch mehr Fische, so wie du es eben getan hast. Das ist ja nicht. Sie sind ja scheinbar hier. Was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass wir hier an der Stelle stehen, die durchströmt ist, also im Mündungsbereich des Kanals. Und in diesen Bereichen findet ihr, selbst wenn ein Winter so mild ist wie dieser und sich die Fische schon verfrüht einstellen sollten zum Laichen, definitiv keine Standfische an ihren Nestern. An ihren Plätzen. Also in solchen kritischen Zeiten, so möchte ich es mal nennen, wenn man denn unbedingt mal fischen möchte und es auch noch darf, wie hier in Niedersachsen an vielen Gewässern, bitte immer die nicht typischen Laichgewässer nehmen, sondern selbstverständlich welche, wo ihr eine Strömungskante habt, tiefes Wasser, solche Mündungsbereiche, wo ein Zander halt nie auf die Idee käme, jetzt ein Nest anzulegen, Matthias. Ne? Genau so. Hast du dem noch was hinzuzufügen? Du hast eigentlich im Wesentlichen schon alles gesagt. Letztendlich sind das die Bereiche, wo man jetzt noch angeln kann. Ja. Und spätestens ab 15.03., so sieht es ja in Niedersachsen aus, ist die gesetzliche Schonzeit. Und der größte Fehler ist, glaube ich, dass viele mit Beginn des Hechtangelns, was ja häufig am 1. Mai ist, auch schon irgendwie auf Zander angeln. Und da wissen wir eigentlich aus der Biologie des Zanders, dass einfach gerade Anfang Mai in fast allen Gewässern die männlichen Zander noch auf den Nestern stehen. Und dann reagieren sie sehr, sehr aggressiv auf jegliche Form von Kunstköder. Da kann man alles hinschmeißen und man wird den Fisch an den Haken kriegen. Und das ist halt nicht Sinn der Sache. Und deswegen immer auch ein Appell an alle Angler. Man erkennt die Männchen, die sind dunkel gefärbt. Sobald solche Fische gefangen werden, am besten den Angelplatz verlassen und woanders im Idealfall einfach nur auf Hecht oder Barsch angeln und Zandergewässer gänzlich meiden in der Zeit. Prima. Sehr guter Hinweis, ne? Und wenn ihr jetzt auch in Niedersachsen lebt oder vielleicht auch im Urlaub in einem Land unterwegs seid, wo der Zander keine Schonzeit genießt, dann haltet euch doch freiwillig einfach an das, was wir euch gerade gesagt haben. Na, und geht nicht dahin, wo die Fische laichen, weil da ist es auch anglerisch keine große Herausforderung, welche zu fangen, sie vom Nest zu holen. Und aus nachhaltiger Sicht sowieso katastrophal. Na, diese Fische gehören ins Wasser zurück und am besten gar nicht erst aus dem Wasser rausgeholt. Ja, jetzt haben wir über das Angeln geredet, über Fische, die wir fangen. Na, ihr beide, ihr kommt ja so gut wie gar nicht zum Angeln, weil ihr habt euch eine ganz besondere Mission auf die Fahne geschrieben und holt auf dem Weg zum Angelplatz erstmal den ganzen Dreck weg, der da so rumliegt. Na, ich freue mich nämlich zu begrüßen zu dürfen den Niklas und den Kai von Catch and Clean. Na, ich hoffe, ihr habt schon davon gehört, Catch and Clean. Ne, die Jungs machen also Aktionen zur Reinigung von Gewässern und sammeln da Müll ein. Es gibt auch einen eigenen Müllsack, den ihr zusammen mit dem Verband Niedersachsen gemeinsam entwickelt habt. Ja. Und wir sind tierisch gespannt, noch ein bisschen mehr von euch zu erfahren. Ich gebe das Mikro erstmal an dich weiter. Ja, Stichwort, man kommt gar nicht zum Angeln. Also manchmal stellen wir uns auch die Frage, ob wir wirklich die richtige Initiative gegründet haben. Nein, Spaß beiseite. Also wir haben Ende 2019 eigentlich so ein freundschaftliches Erlebnis gehabt, wo wir dann irgendwann gesagt haben, okay, also wir müssen irgendwie was draus machen und wir müssen das Thema mal ansprechen. Ja, und das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt, oder? Ja, definitiv haben wir das gut hinbekriegt. Wie gesagt, Ende 2019 haben wir beide Catch and Clean gegründet. Mit dem Grundgedanken, einfach irgendwie ein Umdenken in den Köpfen der Menschen zu bewegen. Dass es heißt, okay, ich sehe immer Müll, ich bin mir jetzt auch nicht zu fein, den einfach aufzuheben. Und wir waren vorhin auch schon fleißig am Müll sammeln. Ja. Ist unglaublich, ihr werdet das wahrscheinlich noch sehen. Es ist wirklich richtig viel zusammengekommen und wir haben binnen kürzester Zeit 4-5 Müllsäcke voll gemacht. Und das ist halt die Initiative, die wir gegründet haben und die muss sich halt verbreiten. Und deswegen Catch and Clean, ja, sammelt den Müll auf. Niklas, erzähl du doch mal was. Also ich werde es jetzt auch nicht mehr zu lange hinaustragen. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, sobald man am Gewässer ist, Jörg, dann
und ihr auf Müll stößt, nehmt es einfach mit. Und solange das in den Kescher passt, umso besser. Und ja, auch nochmal an der Stelle Riesendank an dich, Matthias, dass wir mit dir in Person und ganz insbesondere mit dem Anglerverband Niedersachsen ja so einen tollen, starken Partner gefunden haben, die Initiative so groß gemacht haben. Ich glaube, ohne euch wäre das echt nicht möglich gewesen. Und ja, was man dazu sagen kann, Catch and Clean klappt nur mit euch zusammen. Ja, das heißt, zeigt das und begeistert damit auch andere Angler, Anglerinnen, indem ihr nicht nur den Fisch in die Kamera haltet, sondern insbesondere natürlich auch den Müll, den ihr dabei sammelt. Und das ist eigentlich Catch and Clean. Genau. Es gibt aber immer mal wieder die Situation, dass ihr auf Müll trefft, der einfach nicht in euren Kescher passt oder in unsere Mülltüten, weil er zu schwer ist. Haben wir ja heute auch schon erlebt. Der Jörg hat nämlich vorhin mit Autoreifen rumgespielt. Ein Satz neue Sommerreifen habe ich gefunden, Leute. Ja. Ein Satz neue Sommerreifen. Ja, also Spaß beiseite. Dafür gibt es aber auch eine gute Lösung. Ne? Also natürlich kann da immer euer lokales Ordnungsamt oder euer Angelverein oder euer Anglerverband ein toller Ansprechpartner sein. In den heutigen Zeiten kann man aber auch einfach mal ganz schnell sein Handy zücken. Und was machen, Kai? Es gibt eine super App, die nennt sich Müllweg.de und die nutzen wir regelmäßig und haben damit auch einfach gute Erfahrungen gemacht. Dort könnt ihr dann halt Fotos von dem Müll machen. Ihr könnt per GPS-Tracking auch den Standort bestimmen. Und dies wird dann auch direkt in einer vorgefertigten bzw. in einer vorformulierten E-Mail an die zuständige Umweltbehörde weitergeleitet und regelmäßig positive Erfahrungen. Also der Müll bleibt nicht lange dort liegen. Genau. Ja, Jörg, das sind wir. Man kann euch nur massenweise Nachahmer wünschen. Das ist eine wirklich ganz, ganz tolle Sache. Ja, und wir können schon mal dafür einstehen, Matthias, dass am Ende dieses Angeltages die Angler, die nach uns kommen und die Anglerinnen auf jeden Fall eine saubere Uferregion vorfinden, ne, nach dem, was wir alles weggeschleppt haben. Also unbedingt die Jungs besuchen, ne, im Internet. Man findet euch auf Instagram, da seid ihr aktiv, habt da auch einen Account, den ihr regelmäßig pflegt. Das ist auch wirklich spannend, da mit reinzuschauen. Ja, und noch viel geiler, einfach mitmachen, Leute. So, Catch and Clean, ne? Da fehlt ja jetzt noch ein bisschen was an Catch. Und deshalb würde ich sagen, schau mal, dass wir die Köder nochmal hier gehen Wasser peitschen. Einverstanden? Super, Attacke. Ja, ich fische heute Dropshot. Wir haben ja jetzt Ende Februar, das Wasser ist entsprechend kalt. Und vielleicht auch mal an euch ein Tipp, der insbesondere auch zum Thema Nachhaltigkeit ganz gut passt. Ich glaube, ihr kennt das alles. Wenn ihr erfolgreich mit Gummifischen angelt, dann sehen die irgendwann so aus, komplett mit Bissspuren versehen. Und die halten kaum noch auf dem Jigkopf. Dann braucht man die Gummis aber trotzdem nicht wegschmeißen, sondern ich hänge die hier ganz gerne nochmal ins Dropshot-Rig an. Und da gibt es einen einfachen Trick. Ihr könnt, damit die auch dann nicht abfliegen und dummerweise im Wasser landen, einfach hier so eine kleine Schraube in den Köder drehen. Den dreht man hier einfach so rein. So. Schön, dass die Öse hier richtig drin reinkommt. Und dann kann man nämlich in diese Öse ganz einfach den Dropshot-Haken einhängen. Hat man dieses Nose-Hooking. Der Köder hat super Spiel. Und hält bombenfest, auch bei Wind, wenn wir jetzt hier Gewaltwürfe machen, alles super, der Köder landet definitiv nicht im Wasser und wenn er dann irgendwann hier nicht mehr hält, dann kann man ihn auch ruhigen Gewissens einfach entsorgen. Spart den Geldbeutel und ist umweltfreundlich. Und fängt hoffentlich. Ja, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, dann ist das eigentlich bei mir ein Thema. Und zwar, wenn ich mir jetzt explizit Gummiköder anschaue, dann ist das eigentlich was ich in der letzten Zeit für mich so gelernt und abgeändert habe, dass ich schon geschaut habe bewusst, wo kommen denn eigentlich meine Gummiköder her und was sind denn so die Inhaltsstoffe von diesen Gummiködern. Und da ist es, glaube ich, etwas, was auch in den letzten Jahren echt zum Glück enorm zugenommen hat, dass die Köder immer mehr, ja, weniger Giftstoffe beinhalten. Und wenn beim Abriss so ein Gummifisch dann auch mal im Wasser bleibt,
dass das auch nicht zu heftige Einflüsse hat für ja, das Gewässer an sich. Ein anderes Thema ist, das ist ja zum Beispiel so ein Gummifisch, der erstmal giftfrei ist. Ansonsten ist für mich zum Beispiel auch interessant, wo kommt denn der Köder her? Und da würde ich jetzt sagen, natürlich der beste Part wäre, wenn möglichst wenig Transportwege dahinter stecken. Ne? So, und da bin ich jetzt zum Beispiel dazu übergegangen, nicht nur natürlich dieses Dekor hier zu fischen, sondern auch viele Privatanbieter tatsächlich, die auch tolle Dekore herstellen und superfängige Köder produzieren. Das hier aus Deutschland zum Beispiel, das wäre mein Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit. Keine Giftstoffe, kurze Wege und bringt genauso viel Erfolg. Ja, und Fisch. Ja, Leute, zum Thema Nachhaltigkeit möchte ich euch natürlich auch noch mal ein bisschen was erzählen. In erster Linie ist das meiner Meinung nach auch ein Prozess, der reifen und wachsen muss. Man fängt nicht an zu angeln und ist gleich hundertprozentig dabei. Jeder macht Fehler und das ist halt auch nur menschlich. Aber ich habe halt jetzt nach den Jahren der Angelei für mich quasi das Resümee gezogen und gesagt, Nachhaltigkeit ist für mich zum Beispiel abzuwiegen, brauche ich diesen Köder jetzt unbedingt, nur weil der gerade in aller Munde ist. Ein anderer Aspekt der Nachhaltigkeit ist natürlich auch zu sagen, also das stelle ich jetzt um, dass ich bestehende Bleie noch verangel und dann halt nach und nach umrüste auf Tungsten, um halt auch bei Abrissen einfach weniger Schadstoffe mit ins Wasser einzubringen. Leider ein Hänger. Oh nee. Schock. Schock. Oh, Thema Nachhaltigkeit, ja. Live dabei. Ich hoffe, ich krieg den Köder jetzt gelöst. Er ist gelöst. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Nachhaltigkeit. Fängt für mich auch da an zu sagen, ich gehe angeln und verwerte den Fisch und das auch nicht nur Filets rausschneiden, sondern dass ich sage, ich versuche halt so viel wie möglich des Fisches zu verwerten. Man kann sich ja auch noch eine Fischsuppe draus kochen, einen Fond und dergleichen. Fischgerechtes Verhalten, umweltfreundliches Verhalten, nachhaltige Entwicklung, alles Werte, die wir heute in unserem Video euch nähergebracht haben und die wir von Fishing King auch als Firma leben. Also uns ist es wahnsinnig wichtig, dass wir die nächste Generation an Anglerinnen und Anglern ausbilden mit einem Sinn für Nachhaltigkeit, mit einem Sinn für den Fisch und für die Natur. Und ja, wir freuen uns riesig darüber, dass Angeln und eben auch dieses fischgerechte, naturbewusste Angeln in den letzten Jahren geboomt hat. Es angeln immer mehr Leute und wir als Ausbilder zur Angelprüfung spüren das natürlich auch. Wir können wachsen und wir sind stark gewachsen in den letzten Jahren. Ja, und nun brauchen wir Leute, die unseren Traum mit uns gemeinsam auch leben. Wir suchen also eventuell dich. Wir haben tolle Stellen frei bei Fishing King im Moment. Und die gehen von der Marketingabteilung bis in die Geschäftsführung. Also ganz, ganz spannende Jobs. Und wenn du vielleicht nicht in der Situation bist, dich bei uns zu bewerben oder du schon einen tollen Job hast, voll ausgelastet bist, aber jemanden kennst, den du für diese Stelle für geeignet hältst, dann empfehle uns doch einfach die Person. Na, und wenn wir dann tatsächlich auch diesen Menschen einstellen, dann bekommst du 5.000 oder 10.000 Euro dafür. Na, einfach als Dankeschön dafür, dass wir jemanden in unserem Team begrüßen dürfen, der genauso denkt und genauso tickt wie wir und der mit uns gemeinsam
die nächste Generation nachhaltig denkender Anglerinnen und Angler ausbilden möchte. Das ist natürlich auch für die Vögel und alles, was hier so unterwegs ist, richtig kacke, ne? Hier sind auch Taue drin und Schnüre und so. Da ist ja alles dabei, ne? Krass. Alles drin. Und dann so eine Ködergrafik, oder? Ja, wenn das noch zwischen zwei Steinen hängen bleibt, da reißt der eine am anderen ab. Ja. Ja, ja. Boah, kalt war's, Leute, aber was war das für ein geiler Tag mit den Jungs hier heute. Na, mit Niklas und Kai von Catch and Clean säckeweise Müll hier am Wasser eingesammelt, was ja eigentlich nicht so schön ist, aber dafür haben es die nächsten Angler, die nach uns kommen hier am Kanal, richtig schön sauber am Ufer. Ja, Matthias und wir haben uns über nachhaltiges Angeln unterhalten. Genau. Umweltgerechte Fischmethoden, die Arbeit von eurem Verband in Sachen nachhaltige Entwicklung besprochen. Ja, und kaum zu glauben, ein Fisch hat auch noch gebissen, obwohl du dabei warst, Eugen. Nicht zu glauben. So, und jetzt, durchgefroren wie wir sind, gehen wir zurück an dein Busschen, Niklas, und hauen uns da noch einen schönen Zander in die Pfanne. Ich habe nämlich einen vorbereitet. Na, und dann gibt es jetzt wenigstens noch was Schönes, Warmes im Bauch. Also, Attacke, Männer, nix wie los. Ich mach zwei drauf, sonst ist das zu schlapp. So Männer, jetzt haben wir es uns noch mal schmecken lassen, ne? Und ich finde ja immer, einfach schmeckt am besten. Ja? Einfach den Zander aus der Pfanne rausgeholt, bisschen Mayo aufs Brötchen, Salat, Wasabi. Geile Sache. Was war das ein schöner Tag, Jungs? Vielen tausend Dank. Ne? Danke auch. Und nochmal Respekt vor eurer Arbeit. Ne? AVN, großartige Institution. Ihr macht das toll, dass ihr die Nachhaltigkeit nach vorne stellt. Ja. Klasse, dass so viele Vereine auch das Entnahmefenster schon einsetzen. Und ihr beide absolut nachahmenswert. Ja, ne? sehr gerne sogar. Klasse. Ja. Auf dass sie euch die Müllsäcke aus den Händen reißen. Ne? Und es ganz, ganz viele Nachahmer gibt, die das genauso machen wie ihr. Ja, ja. Und wenn ihr auch mal, ne, cool in der Angler-Community unterwegs sein wollt und vielleicht noch keinen Angelschein habt, Einsteigerin seid, Einsteiger, ich weiß, wo man den Angelschein machen kann. Nämlich beim Online-Kurs von Fishing King. Und wenn euch das Video gefallen hat und auch das Cooking am Ende, die Zubereitung vom Fisch, wir haben da auf unserem Kanal noch viele tolle Videos mehr, wo Fische zubereitet werden. Wenn ihr mal hier schaut, findet ihr eins davon. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Euer Jörg von Fishing King.